Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Spintyre's Mudrunner. In der letzten Folge, da haben wir die erste Map hier von Spintyre's Mudrunner, und zwar die Map Insel, also die erste Map, auf der wir hier im Let's Play gespielt haben. Die haben wir da erfolgreich abgeschlossen, in einer Stunde und 40 Minuten oder so haben wir da drauf gespielt und alles dort erfolgreich erledigt. Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben im Modus Gelegenheitsspiel gespielt, also im normal, einfach bis normalen Schwierigkeitsmodus. Und jetzt in Zukunft werden wir wahrscheinlich alle folgenden Maps, auf denen wir noch spielen, noch alle 5 Maps, die es noch gibt hier im Spiel. Mal gucken, vielleicht kommen irgendwann noch neue dazu, aber aktuell gibt es 5 Maps jetzt noch, die wir noch spielen können. Insgesamt ja 6. Und 5 Maps haben wir noch zur Verfügung. Und genau, da werden wir jetzt die nächsten Maps wahrscheinlich alle im Modus Simulation bezwingen und also dort im Modus Simulation, im Hardcore-Modus sozusagen spielen. Und zwar ist die nächste Map, auf der wir jetzt spielen, die Map Küste. Die haben wir jetzt ja neu freigeschaltet. Genau, auch hier haben wir da oben einen Startpunkt, hier und hier ein Sägewerk, die beide beliefert werden wollen, mit wahrscheinlich 8 Beladungspunkten jeweils, und hier haben wir die beiden Holzstationen, wo wir es holen können. Was das Prüfgelände ist, habe ich mir immer noch nicht angeschaut. Was auch mal hier heißt mit Spielbalance. Gehen wir auf eine andere Map, warte, wenn ich mal Sumpf auswähle, dann steht Spielbalance was anderes. Vielleicht hängt es aber auch vom Fahrzeug ab mit der Spielbalance. Wir können nämlich jetzt hier noch ein anderes Fahrzeug auswählen und wechseln erstmal vom Modus Simulation. Mal kurz, was anders ist. Ah genau, das macht es nämlich auch wieder anders. Genau, wir haben einmal hier... Genau, im Modus Simulation besteht der Truck, lässt sich schwerer lenken, der Motor ist schwächer und setzt aus. Die Differentialsperre wirkt sich nicht auf das Lenkrad aus und beschädigt den Truck auf harter Oberfläche. Also, wenn man sie nicht braucht, die Differentialsperre dann ausmachen. Differentialsperre bei automatischer Schaltung geht sie erstgerecht gar nicht. Holzstation deaktiviert, also man muss selbst aufladen. Nur Entfernung und Lage der nächsten Navigationsknotens... Wer ist sichtbar? Also ich glaube, man sieht auf der Map jetzt nicht mehr so eine rote Linie, wenn man da lang fährt, sondern nur, wenn man die Karte aufruft oder oben halt am Kompass sieht man die Richtung, aber man sieht nichts auf der Map jetzt, wenn man fährt, noch so eine rote Linie. Und Räder würden automatisch lenken, sodass sich bei Fahrzeug durch Schwerkraft bergab bewegt. Okay, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt so anders da so sein wird. Die Map-Küste ist vielleicht auch noch ein bisschen größer und so. Guck mal, hier haben wir in der Mitte aber dann so ein bisschen so asphaltierte Straßen, wie es aussieht. Ja, das werden wir aber alles jetzt sehen. Wir haben die beiden Fahrzeuge hier schon drin. Und können uns ja hier noch was auswählen. Also welche sind jetzt drin? A469 und B131. Die beiden sind drin. Den kennen wir auch noch aus dem ersten Spintyre-Teil, wobei den brauchen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Oh, der ist auch ganz interessant. Da hatten wir den hatten wir eben auch schon, ne? Lass uns doch mal... Das sind übrigens genau der D537 und E7310. Das sind immer diese Mega-Dinger. Und der war so, mich so ein bisschen der Abschleppwagen, fand ich immer. Komm, wir nehmen mal den noch dazu. Also was ist das? Truck-Gleichgewicht? Hä, kann ich... Ach, darf ich gar keinen weiteren Truck mehr auswählen, oder wie? Das geht sonst gar nicht. Ach, Spielbalance ist einfach, wie viel Sterne ich da an LKW, an Trucks da nehmen kann. Das sind jetzt schon 3 und mehr geht ja nicht. Ach so, und deswegen wahrscheinlich auf anderen Maps... Die Spielbalance so hoch, deswegen kann man so viel nehmen. Wahrscheinlich ist es bei den anderen Maps dann auch immer weniger. Keine Ahnung, wir werden es ja sehen. So, ich will aber nicht mehr viel rumreden. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist Prüfgelände. Das muss ich mir mal angucken. Also ich drücke einfach mal drauf, mal gucken, was kommt. Wir testen es jetzt einfach mal. Ach, das ist einfach sowas. Ah, wo man einfach mal das Fahrzeug so ein bisschen austesten kann und so. Genau, okay, gut. Ja, genau, kann verschiedene Sachen hier testen. Okay, gut. Wir gehen mal wieder ins Hauptmenü. Und starten jetzt mal auf der Map Küste. So. Das bleibt so. Wir spielen im Modus Simulation. Los geht's. So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wie das so sein wird, besonders jetzt halt im Modus Simulation, was ja das auch schon sich schon mal anspruchsvoller macht. So, da sind wir. Komm, dann rüsten wir gleich mal hier mit dem... Dachkoffer und Ersatzrad aus, haben ein bisschen Reparaturpunkte, weil ich denke mal, wir werden mit dem jetzt erstmal auf Erkundungsfahrt gehen. Hier haben wir den ganzen Teil hier unten nicht sichtbar. Hier haben wir ein Sägewerk, Tankstelle, da gibt es eine Stammausgabe. Stammausgabe reicht ja dann schon, ne? Wir brauchen ja gar keine, bei Holzstationen gibt es jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr, es gibt jetzt nur noch Stammausgabe hier, wo wir halt dann selber aufladen müssen. Hier ist eine Werkstatt, hier unten stehen noch 2 Fahrzeuge. Den kennen wir aus dem letzten Mal.
Der C4320 ist, glaube ich. War das dieses? Ne, da weiß ich gerade echt gerade leider auch nicht, welcher das ist. Das war leider keiner von den zwei großen unten aus der Ecke eben. Und hier sind ganz viele Beobachtungspunkte. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal hier so über die Beobachtungspunkte hier so runter erstmal fahren. Guckt, wenn ich jetzt halt das hier so markiere. Wir sehen jetzt halt hier keine rote Linie mehr hier, sondern nur noch den Kompass oben. Genau, müssen wir jetzt mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal hier vor. Hier rum und dann können wir vielleicht hier irgendwie so einen Abstecher darüber machen. Oder hier unten lang. Das wäre vielleicht ganz gut. Machen wir das mal so. So, irgendwie so, so. So, so. Und dann müssen wir hier mal gucken. Können wir vielleicht irgendwie so darüber fahren. So. Bisschen was zum Reparieren haben wir ja dabei. Insgesamt 260 Reparaturpunkte. Also ein bisschen Schaden bekommen, macht das ja nichts. So, komm, ich sehe jetzt, Differentialsperre könnte ich jetzt nicht anmachen. Ich müsste jetzt erst einen Gang nehmen, dann könnte ich die Differentialsperre anmachen. Aber auch nur, wenn wir die wirklich brauchen. So. Genau, neue Map, neues Glück. Das erste Mal hat ja schon mal alles gut geklappt auf der ersten Map. Ich bin echt mal gespannt im Modus Simulation, wie das so läuft jetzt hier. Ah, guck, genau, jetzt wird es anscheinend hier so markiert. Da ist so ein Punkt, wo ich sowas gesetzt habe. Ab da geht es ja jetzt anders weiter gleich. So, hier war es jetzt rechts lang weiter. Sieht auch schon mal ganz nice hier alles aus. Bisschen anders halt als das mit der anderen Map eben. Aber ich denke mal, die Fläche ist schon ein bisschen größer jetzt einfach dadurch, weil wir halt nicht nur einfach nur so Insel ist und so. Gucken wir mal, was uns hier so alles erwarten wird. Fahren einfach mal den Weg jetzt hier ab. Aber ich denke, wir werden es schon deutlich länger hier spielen als auf der anderen, weil wir halt ja, wie gesagt. Guck, jetzt wird es da so rot. Deswegen, wahrscheinlich heißt es, deswegen soll ich lieber Differentialsperre lieber ausmachen, sonst kriegen wir Schaden. Wenn ich jetzt einmal gerade anlassen können zum Testen. Guck, jetzt ist es rot. Genau, guck, jetzt kriegen wir Schaden. Schalte Differentialsperre ab auf harten Oberflächen. So ein Baumstamm so mitten blöd hier rum, Mensch. Was soll denn das? So. Da war wieder so ein Punkt, den ich mir gesetzt hatte. Drüben auch. Und ich glaube, dann kommen wir gleich in einen Bereich, den wir noch nicht sehen können. Und durchs Wasser mit dem Jeep. Mal gucken, wo wir das fahren oder durchfahren. Kein Bock, den jetzt zu versenken. Vielleicht am Ende ist es so, hier oben gibt es irgendwo so eine Brücke oder sowas, aber probieren wir es einfach mal. Damit aber auch keinen Baum da drüben, ne? Ich würde jetzt erstmal noch nichts sehen, wo ich irgendwie bin. Oh nein, 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 jetzt das Fahrzeug gleich verhauen. Läuft der noch? Ah, fuck, gleich ist er kaputt. Gleich ist er kaputt, gleich ist er kaputt. Shit. Das war doch keine so gute Idee. Ich glaube, wir holen uns erstmal größere Fahrzeuge. Das heißt, wir fahren mit dem anderen erstmal hier runter so. Holen uns erstmal die großen hier und dann. Ja, ich glaube, das ist besser. Ja, machen wir das so. Können jetzt auch mal neu starten, aber nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Wir starten nicht nochmal neu. So, was nehmen wir denn gleich mal mit, was wir vielleicht nutzen können? Ah, wir könnten was für die Werkstatt mitnehmen, genau. Guck mal, stimmt, das haben wir auch mal transportiert. Eine Werkstatt-Sattelanhänger, wollen wir das mal probieren? Wir können den ja immer abladen, aber dann haben wir die Werkstatt schon mal da unten. Genau, dazu brauchen wir nur die Sattelkupplung. Und was noch, wenn es noch gibt, was bringt der hier? Bringt der Frontauspuff und sowas? Ne, einfach nur Frontauspuff, ne? Ja, egal. Machen wir es einmal dran, was dran geht. Genau, erinnere mich auch noch dran mit dem Werkstattauflieger. Das sah damals in Splinter Cell 1 noch anders aus. So, mit dem fahren wir jetzt hier vorne dann links herum.
Eine Tankstelle noch vorbei. Hier einmal schön runter. Bis zur Werkstatt und holen uns die Werkstatt schon mal. Ich meine, wenn wir hier gleich 4 Werkstattpunkte mit transportieren können, dann passt das ja perfekt. Wobei wir in der heutigen Folge, glaube ich, nicht mit ankommen werden. Da fahren wir doch zu langsam, können wir Automatik machen. Ist ja auch nicht schneller, nur 1 plus. Ah, da geht er noch ein bisschen ab. Da merkt man nur einen Unterschied, sieht der Differentialsperre aus. Gerade angezeigt. Muss er ausmachen. So, hier jetzt diesmal links rum. Der Jeep war dann doch ein bisschen zu klein für diesen harten Fluss. Ich frage mich nur echt immer, wieso die an der Werkstatt nie voll aufgetankt sind, die Fahrzeuge, weil der hat jetzt auch nur fast 100 Liter weniger als eigentlich reinpassen in den Tank. Der Sound ist ja gerade irgendwie mega geil. Von dem. Werkstattflieger sieht aber echt auch anders aus als halt im ersten Teil. Im ersten Teil war es so ein normaler Planen-Pritschenauflieger. Und hier ist jetzt einer mit so einem Container hinten drauf. Hey, was jetzt? Will der nicht über die Kuppe drüber oder was? Na, wir haben zum Glück unsere Bäume hier zur Unterstützung. Keine Ahnung, wo er da jetzt gerade gehangen hat. Dann scheint irgendwie die Kuppe da ein bisschen gestört. Ich glaube, an der Tankstelle kommen wir ja auch vorbei. Das heißt, wir können ja dann mal voll auftanken. Lang. Trotz meiner Kamera halt auch ein bisschen nicht so geil gucken. Weil doch hier so geht's. Ja. Gucken wir nochmal kurz. Genau, einfach hier weiter. Ich denke, bis zur Tankstelle kommen wir jetzt schon noch, außer da ist jetzt irgendwas so groß dran scheitern. Müsste aber schon da drüben sogar irgendwo sein. Geht eigentlich echt auch ohne diese rote Linie, wenn man ein bisschen auf den Kompass oben schaut, da ist ja der Pfeil dann immer da und so. Dann geht das sogar. Ich bin ja mal gespannt, ob wir auch den Jeep irgendwann das mal wiederholen. Also ich meine, auf der ersten Map haben wir jetzt gar nicht eingesetzt. Ob wir den irgendwann mal wieder retten und dann dass wir den wieder benutzen können, mal gucken. Der ist ja eigentlich auch nur wirklich nützlich dann, wenn man halt irgendwie zum Erkunden und so ist, halt echt gut. Weil sonst kann man ja keine, hat er ja keine Funktion, ist wirklich. Gut, wir können auch irgendwo Reparaturpunkte vielleicht noch schnell hinbringen. Wenn wir gerade nichts anderes mehr haben zum Reparaturpunkt irgendwo hinbringen. Aber ansonsten. Und den glaube ich auch nicht so viel dann. Weil der kann ja nichts mehr aufbauen. So, ne, wir müssen schon ersten Gang wollen, der Differentialsperre. Jetzt will er gerade nicht. Kann ich mir eigentlich nur so erklären, weil das einfach der Anhänger so schwer ist für den. Dass er dann hängen bleibt. Vertippt. Das wollte ich nicht. Wollte ich X einklicken. Na komm. So. Tankstelle haben wir da. Dann tanken wir noch auf und dann sind wir gleich fertig. Weiter kommen wir heute nicht mehr. So, dann haben wir heute jetzt vollen Tank. Wunderbar. Und dann, ja. Wenn wir im nächsten Teil dann weiter hier die Map erkunden, das wissen wir schon alles, wie sie so aussieht. Also von der Karte an sich kennen wir es schon.
Werden dann vielleicht wahrscheinlich sogar bis zum nächsten Teil bis zur Werkstatt kommen. Gucken wir mal, die Kollegen hier freischalten und dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Ich würde halt schon erstmal gerne Beobachtungspunkte hier alle kriegen, dass wir da schon mal wissen, wie es da aussieht, bevor wir uns dann da auf den Weg machen, das alles zu bekommen. Aber irgendwie vorhin bei der Ansicht am Anfang sah es irgendwie so aus, dass hier noch so irgendwie Asphaltstraßen noch alles irgendwie sind. Hier haben wir auch noch eine Werkstatt, also es gibt immerhin schon mal drei Werkstätten hier. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war es an der Stelle von dem Teil hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.